Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, wir wurden ja jetzt noch von ein paar Huskies angegriffen. Hoffen wir mal, dass wir diese Folge keinen Angriff haben und in Ruhe wieder aufbauen können. Also hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hofft, aber es wäre mal schön. Aber es könnte noch mal ein Händler mit Bauteilen kommen. Ich will mich auch nicht mit denen anlegen, weil hier sind noch 4 Mechanodruiden drin. Und hier draußen sind auch noch ein Assaulter. Ach du Scheiße. Gut, die Militors, gut, ja. Aber es holt da gar keinen Bock. Und wer weiß, was noch hier rauskommt. Ein Pikinier auf jeden Fall. Nee. Fast dasselbe, was uns platt gemacht hat. Ich überlege, die Bauteile hier rauszugönnen. Und dann nicht, also, das jetzt so priorisiert, hier runter zu gehen. Dass ich einen hier runter schicke. Mit Yuka mache ich das, glaube ich. Na, einmal bitte alles. Oder du klopfst die hier raus. Wir gehen mal hier runter. Und dann klopfst du die weg. Das sollte funktionieren. Da muss ich nur darauf achten, dass keiner hier rumläuft. Das könnte auch gut gehen, ne? Ich habe nur Angst, dass die dann beim Laufen da runterballern. Das habe ich nämlich schon mal beobachtet. So, ich hol mal die beiden Bots wieder nur nach innen. Hebinator ist kein Problem, wenn der hier runter geht. Der ballert ja nicht. Oh, der geht aber nah ran, du. So, damit sind auf jeden Fall wieder ein paar Bauteile dazugekommen. Müsste eigentlich reichen für die hier. Waren hier nicht noch 2? Ach, da sind noch 2, ja. Gucken, wer sie holt. Der 600 Kilo Junge macht das. So, wo gehen die Bauteile rein? 13 Stück. Boah, 10 müssen da rein. Alter.
Eine Aerotech gewünschte Form. Müssen wir erstmal Kunst. Haben wir überhaupt einen Künstler? Naja, da könnte es lernen, ne? Fünfzehn Bauteile. Wir hätten einen bauen können, ne? Ich werde das jetzt aber mal gezielt bauen, dann. Das sagt er und wird wahrscheinlich, wenn die hier gebaut sind, eh wieder alles aktivieren. Wahrscheinlich. Okay, die beiden können gebaut werden. Wenn ich das richtig sehe, haben wir sogar noch 9. Das heißt, wir könnten den auch noch bauen. Die hier sind wichtig, weil dann können wir nämlich hier wieder reinballern. Naja, da braucht unbedingt nochmal eine Therapie. Komm, Bauteile. Oh, Jade, okay. Boah, was eine Verschwendung. Hier, nimm noch mal eine Sitzung. Jetzt kommt auch noch das Brummen. Shit. Aber gut, dass wir noch mal eine Sitzung gemacht haben. Religionsgebäude bauen. Jetzt, wo wir es bauen können. So eine Kirche. Aber gesagt, hier ist Krankenzimmer, hier das Dingen. Wo die Kirche? Oder die Kirche hier in die Ecke und hier das Krankenzimmer. Das können wir auch machen. Wie groß muss denn die Kirche sein? Logo der Technik. Logo der Technik. Müsste doch reichen, oder? Dann machen wir hier eine dicke Tür hin.
So, 10 Bauteile. Könnten den bauen oder einen von denen. Mal gucken, für was sie sich entscheiden. Oh, für die Forschung. Löblich. So, der wird schon mal zerlegt. Wieso baut er denn den anderen nicht? Subkern und Stahl. Hat doch hier noch einen frei. Brauche 50 Stahl. Wir haben tatsächlich keinen Stahl mehr. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wir geben jetzt wieder alles frei, Sayal. Außer die hier. Alles außer die. Guck mal, der muss nur fertig gebaut werden. Wieso baut denn keiner? Als ob die hier so viel zu tun hätten. Was machen denn die Baubots die ganze Zeit? Bildo. Der wandert umher. Dann müssen wir nochmal hier das übersinnliche Brummen, das ist echt furchtbar gerade. Wir werden den noch nicht rechtzeitig wegkriegen. Da muss das übersinnliche Brummen weg. Aber gut, bevor die Bots nichts machen, komischerweise, vielleicht weil so viel kaputt war. Bang, die Bots da ein bisschen hinterher. Medizin. Pfad der Männer, okay. Ein Sklavenchemiker. Interessante Stats. Aber wir haben leider nicht hier das Ding um ein Dings. Nicht die Arbeitskräfte. Außerdem war das aus irgendwo ein 2-Sterne. Das heißt,
geringe, ne? So, ich werde den mal hier oben hinsetzen. Ziel ist ja immer noch, den hier leer zu kriegen, den Raum. Denn hier sollen ja später Geschütze rein. Das wird ja dann unser Verteidigungsding. Ein Großhändler, sehr gut. Beitrittsangebot nehmen wir an. So, willkommen. So. Wo ist der Großhändler? Hier oben. Kannst du kämpfen? Theoretisch im Nahkampf. Hast du auch eine Nahkampfwaffe? Wir machen jetzt mal so, die Fernkämpfer stehen links und die Nahkämpfer rechts. Also andersrum, wie wir es sonst immer haben. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Aber eine Sache habe ich vergessen. Ich muss noch würfeln. Sekunde, ich würfel erstmal. Machen wir durch 3, wäre eine 24,3 Periode. Nehmen wir die 24, aber erstmal kaufen. Fungalvi, Healthy Symbiosis. Weißt du was, wir kaufen die mal. Gucken wir mal, was die können. Wir kaufen auch das Essen tatsächlich, den Eintopf. Wir verkaufen dafür die ganzen Eier. Ja, wir haben sehr viel Sprit verloren. Aber erstmal, wir kaufen noch alles an Bauteilen. So. Wir kaufen alles an Stahl. Ich gucke erstmal, was wir alles kaufen. Klamotten. Verkaufen wir getragene aus den Schutzhosen. Wir haben noch ein meisterhaftes Bett. Das exzellente Babybett verkaufen wir mal nicht.
Okay, minus 2000. Dann können wir jetzt anfangen, Stoff zu verticken. Beziehungsweise Gold Juice. Rauchblatt behalten wir mal. Zigarillos weg. So, jetzt hier die ganzen Skins. Erstmal die Random Skins. So, jetzt das. Bup. Okay. Scheiße, ich könnte ja doch Schnecken verticken. Okay, was können die jetzt? Also, diese Invaders have grown in a healthy symbiosis. Also, wenn ich das richtig sehe, helfen die beim Wachstum von Pilzen. Müssen wir mal beobachten. Oh, der Raum ist schon durch. Ach, schon fertig geglättet und alles. Machen wir mal die Heavy Mushroom Bridge. Ach so, hat er schon von sich aus. Ah, wo kommen denn die Bauteile da? Ach ja, ich habe jetzt ganz viele Bauteile gekauft. Ach du Scheiße, jetzt weiß ich, was hier los ist. Die Wände waren hier nicht geglättet. Aus irgendeinem Grund war die Wand nicht geglättet. Hier, wie wär's, wenn du mal den hier baust und dann baust du danach den hier? Kein Weg. Oh, ist das ärgerlich. Als ob ich keinen Stahl habe. Ich habe doch eben Stahl gekauft. Ich habe echt wieder keinen Stahl. Ja gut, dann ruppen wir jetzt den Stahl hier raus, ne? Der ist zumindest in der Nähe.
So, Strom. Ist noch ein Fungitischchen. Das Fungi können wir brauchen. Hier noch Fungisäulen. Fungi können wir brauchen. So, damit hätten wir jetzt auch wieder Stahl. Ey, hier ist doch jetzt Stahl. Schön, dass aber die Funkstation schon mal gebaut wird. Alter, der nächste Forschungstisch ist auch fast ready. Ja, die Bauteile mussten wohl wohin, wa? So, ich glaube, wir haben genug Strom, um die Dinger jetzt anzumachen. Nein, den rufen wir auf jeden Fall nicht. Yuka will beitreten, alles klar, willkommen. Direkt nochmal würfeln, ne? Ach, ich habe noch gar nicht umbenannt, ne? Willkommen. 0815, Michi. So, Yuka muss mir noch würfeln. Eine 94. Könnten eine 94 durch 4, 23,5 durch 5, 18,8. Also wenn wir 19 nehmen, hätten wir schon mal. Wenn wir die 23 nehmen, hatten wir glaube ich auch schon. Machen wir mal durch 6. Ja, 15. 15 hatten wir, ah ne, ist 15,6. Die 16. Hatten wir diesen Run? So viel ich weiß noch nicht. Nehmen wir die 16. Ich will natürlich auch nicht immer dieselben Namen nehmen. Doom. Bei Doom ist die 15. Ich habe doch gesagt 16. Na gut, jetzt habe ich aber schon Doom reingeschrieben. So, lustig, Doom wollte zwei Flammen im Handwerk haben. Hat er. So, dann wird jetzt Doom angepasst. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch Fuhr. Und dann haben wir alle Flüchtlinge aufgenommen. Ja, er übernimmt jetzt auch den Wärter und so. Das wird unser neuer Koch. Oh, der kann auch forschen. Kann sich jetzt aber erstmal ums Kochen kümmern. Wir haben nämlich nicht mehr viel Nahrung. So, naja, da brauchst du jetzt endlich mal hier den. Ey, als ob wir schon wieder keinen Stahl haben. Wo geht denn der ganze Stahl hin? Na gut, hier in die ganzen Dinger, ne? Bin mal gespannt, ob hier jetzt die Kakaobohnen angepflanzt werden. Minus 2000 haben wir auf einmal.
Dann machen wir die hier nochmal aus. Der kostet auch unverschämt viel Strom. Ah. So. Ja, wir machen hier erstmal alles rein. Aber eigentlich werden hier nur die drin sein. Ich brauche noch ein paar Stühlchen. So, wir können aber im Prinzip den hier mal hier rein kopieren. Bupp. Und den können wir wegreißen. So, zwei Stück hier hin. Hier können jetzt noch Lagereinheiten hin. Für den Stoff. Hat jetzt irgendwie nichts so, ne? So, eigentlich ist Folge rum. Oh, noch einen Tag. Hier kommt direkt Therapie. 0815 Michi. Ne, Doom. Doom war's. Muss ich mir jetzt merken. Doom ist es. Vielleicht kriegen wir den Tag weg. Muss ich mal überlegen, ne? Das waren über 20 Tage hier. Und das waren irgendwie nur so 5 Tage oder so. Wie viele Tage das hier gebracht hat, die Beratung. Das hat schon sehr viele Tage reduziert. Obwohl Doom nicht so geil ist in Therapieren. Hat sich aber schon fast verdoppelt sein Wert. Was ist denn jetzt Doom? Auf 3 nur. Ja gut, da wird er keinen Wert haben machen. Ich will wirklich noch ein Bauteil. Ich reiß den hier schon mal weg. Die Batterie machen wir erstmal hier rein.
So, wo stellen wir den Tisch hin? Ich mach das mal nur hier draußen. Brauchen wir noch irgendwo einen Stuhl? Ja, theoretisch. So, habe ich die Mending Kits. Da. Komm nach oben mit. So, dann könnte ich theoretisch hier die Geschütztürme reinsetzen. Kein Stahl. Ich muss unbedingt hier wieder eine Fuhre. Machen wir nächste Folge. Aber ich würde sagen, das war dann auch schon für diese Folge. Wir sehen uns wirklich in der nächsten Folge wieder. Erinnert mich dran, dass ich die wegschicken wollte. Wobei, wenn die Folge kommt, dann nehme ich vielleicht schon wieder auf. Ich weiß es noch nicht. Also bis dann. Ciao.